muss ich mal drüber nachdenken. Vielleicht kommt mir nachher die Antwort. Herzlich willkommen zu unserer nun bereits 9. Ausgabe von Arch Plus Feature Store. Store steht für Stuttgart Talks on Architecture. Die Stimme aus dem Off ist Philipp Krüpe. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Grundlagen moderner Architektur und Gestaltung an der Uni Stuttgart, kurz IGMA, und leite das Forschungsprojekt Rechte Räume. Anlass dieser Veranstaltung ist das bereits erschienene Bauweltfundament 169, Rechte Räume, politische Essays und Gespräche. Autor ist Professor Dr. Stefan Trübi, der ebenfalls Direktor dieses Instituts ist. Ich habe mitunter auch kritische Kommentare und Fragen im Netz gesammelt, die ich vortragen werde. Stefan wird dann darauf reagieren. Zusammen mit ihm konzipiere ich diese Veranstaltungsreihe, die seit einiger Zeit im digitalen Raum stattfindet. Die meisten Folgen finden Sie on demand auf unserem YouTube-Channel. Bevor wir starten, möchte ich noch unseren Unterstützern danken. Das sind die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft, die Stiftung Landesbank Baden-Württemberg und die Bietigheimer Wohnbau. Außerdem danke ich natürlich ganz herzlich der Arch Plus, die seit Beginn dieser Veranstaltungsreihe unser Medienpartner ist. Wir befinden uns hier in Thüringen auf dem Kyffhäuser-Denkmal. Das Kyffhäuser-Denkmal ist ein wichtiger Ort, wenn wir über rechte Räume sprechen. Und nicht zuletzt Björn Höcke spricht auch darüber. Stefan, warum treffen wir uns hier heute? Ja, dieser Ort, den ich vor einiger Zeit mal besuchen konnte, ist hochinteressant. Insofern, als er hier natürlich die Reichsidee Stein werden lässt, die Kontinuität der Reichsidee Stein werden lässt. Das Kyffhäuser-Denkmal ist Ende des 19. Jahrhunderts errichtet worden und im Hintergrund sehen wir den schlafenden Kaiser Barbarossa, der eben erwacht als Repräsentant des Heiligen Römischen Reiches. Und was wir jetzt bedingt durch den Bildausschnitt nicht erkennen können, ist, über ihn reitet König Wilhelm I. als Begründer des sogenannten Zweiten Reiches 1871. Und hier geht es im Grunde um die gebaute Imagination einer Kontinuität vom Ersten Reich in das Zweite Reich, von Barbarossa hin zu Wilhelm I. Diese Architektur ist interessanterweise eben auch gegen einen angeblich inneren Feind errichtet worden, nämlich die Sozialdemokratie. Diese politische Komponente wird bei einem sogenannten Botschaftsstein, der am Aufgang zum Kyffhäuser-Denkmal zu finden ist, deutlich. Ein hochinteressanter Ort, geradezu Hollywoodesk, sehr, sehr virtuos gestaltet, auch in seiner Dramaturgie, aber natürlich auch höchst problematisch, wenn es darum geht, hier auch politische Botschaften der Gegenwart hier an dieses Denkmal anzuknüpfen. Deswegen treffen wir uns hier. Ich möchte beginnen mit dem ersten Kommentar. Willow 273 schreibt, als Reaktion auf diese Publikation, konstruierte Verschwörungstheorien. Wenn das die neue Bauweltfundamente sind, möchte ich das fertige Gedankenbilde nicht kennenlernen. Dazu kommentiert Funkrund 1, die Rekonstruktionsarchitektur entwickelt sich in Deutschland derzeit zu einem Schlüsselmedium der autoritären, völkischen, geschichtsrevisionistischen Rechten, urteilt Trübi. Das will ich doch hoffen. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt jetzt tatsächlich mal eine Frage von Whiskey and Passion. Worüber reden wir eigentlich, wenn es um rechte Räume geht? Über Faschismus, über eine AfD des Bauens? Oder über konservative Momente der Architektur? Ist das schon verwerflich? Oder geht es um Räume, in denen man sich mit der Jogginghose nicht ganz so wohl fühlt? Ja, diese Sache mit der Jogginghose, die tauchte ja bereits in der Debatte um den Walter-Benjamin-Platz auf. Worüber reden wir eigentlich, wenn es um rechte Räume geht? Ja, ich denke, genau um die Mischung von allem. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das potenziell Gefährliche, dass hier über das Medium der Architektur, über das Medium der Stadtplanung es zu einer Verschmelzung von konservativen und rechtsradikalen Positionen kommen könnte. Wir hatten ja vor
einiger Zeit, es ist, glaube ich, jetzt mittlerweile 2 Jahre her, eine Präsentation eines ersten Zwischenstandes unserer Forschung in der Berliner Volksbühne. Und dort machte ich mich durchaus bei Teilen des Publikums womöglich etwas unbeliebt, indem ich gesagt habe, dass es auch Aufgabe der Konservativen sein müsse, Antifaschismus zu betreiben. Und ja, diese Meinung bin ich doch sehr deutlich, gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, die ja letztendlich durch das Versagen der Konservativen in den frühen 1930er Jahren erst zu der verhängnisvollen Entwicklung ab 1933 führte. Gerade vor diesem Hintergrund ist eben dieses gesamte Feld von Konservatismus bis hin zu Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus vielleicht Gegenstand unserer Beobachtung. Um es präzise zu machen, wir achten über Architektur- und Städtebaudiskurse eben auf potenzielle Verschmelzungen dieser teilweise sehr unterschiedlichen Milieus. Eine Frage von dem User Schöne Neue Stadt lautet: In einem Interview mit Alem Grabovac sagst du, dass die Rechte über eine Architekturtheorie verfüge. Wie lässt sich diese beschreiben, wie identifizieren und in Klammern, wie gegen sie argumentieren? Zeichnet sie sich durch irgendeine Art der Konsistenz aus oder handelt es sich um beliebige Ansammlungen von Theoriepartikeln? Ja, Theoriepartikel, das trifft es vielleicht schon ganz gut. Das Interessante an Architekturtheorien aus dem Spektrum der Rechten ist, dass sie sich im Grunde mit wenigen Veränderungen im Grunde seit dem 19. Jahrhundert kaum verändern. Es gab im 19. Jahrhundert diese Entwicklung hin zu der Idee des Heimatschutzes. In diesem Kontext haben sich dann auch entsprechende architekturtheoretische Positionen gegen Ende des 19. und gegen Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt. Und im Grunde ist hier schon etwas, was seither kaum verändert wurde. Es geht quasi immer wieder um dieselben Dinge. Es geht um Identität, es geht um eine Architektur, die entweder einen Regionalismus oder einen Nationalismus befördert. Und es geht auch darum, in den allermeisten Fällen einer gleichsam als natürlich beschriebenen Geschlechterordnung mit den Mitteln der Architektur zuzuarbeiten. Insofern ist fast jede Form von Architekturtheorie im Spektrum der politischen Rechten fast immer misogyn. Das ist etwas, was mir immer wieder aufgefallen ist und was ich dann entsprechend in einem Kapitel in dem Buch Rechte Räume dann auch versucht habe, deutlich zu machen. Es gibt ja nicht nur eine Architekturtheorie-Ansammlung so aus dem Völkischen, sondern vielleicht aus dem eher zeitgenössischen. Dazu schreibt Parametric Patrick: Wäre die Finanzkrise nicht gewesen, dann hätte der Parametrismus mittlerweile eine Hegemonialposition innerhalb der Architektur inne, ähnlich wie die Moderne. Die Wirtschaftskrise hatte ihre Ursache nicht in der Deregulierung, sondern in einer falschen politischen Weichenstellung. Neoliberalismus ist auf jeden Fall besser als Sozialismus oder eine staatliche Regulierung. Die 1990er und frühen Nullerjahre waren meiner Meinung nach nicht liberal genug. Deshalb bezeichne ich mich als libertär und sympathisiere mit dem Anarchokapitalismus, der Staatlichkeit und Zwangssolidarität in Frage stellt. Was hast du dem zu entgegnen? Was ich versucht habe, in diesem Buch Rechte Räume deutlich zu machen, ist, dass es zwei verschiedene Spielarten von rechter Ideologie im Bereich Architektur und Stadtplanung gibt. Der eben zitierte Patrick Schumacher, der ja Leiter auch von Zaha Hadid Architects ist, seit dem Tod von Zaha Hadid, versucht im Rahmen seiner Theorien, aber auch im Rahmen seiner Äußerungen auf Social Media eben deutlich zu machen, dass der Markt alles kann und der Staat so gut wie nichts. Vor diesem Hintergrund spricht er sich auch explizit gegen die Idee eines sozialen Wohnungsbaus aus. Und diese Form rechter Ideologie steht konträr zur zweiten Form von rechter Ideologie, die dezidiert antikapitalistisch ist, die in den allermeisten Fällen auch antisemitisch grundiert ist, die völkisch grundiert ist und die
gerade auch im Grunde auf einen sehr nationalistisch agierenden Sozialstaat appelliert. Die bekannteste Position in der deutschen Gegenwartspolitik wird hier in diesem Bereich ist bekanntlich Björn Höcke. Und es gibt die eine oder andere Architekturtheorie aus dem Spektrum der Rechten, der zeitgenössischen Rechten, die hier versucht, natürlich um eine solche Figur wie Björn Höcke herum auch Architektur und Stadtplanung zu betreiben. Ja, jetzt passt die Frage von Goethe unterstrich ganz gut. Warum hat die konservative Revolution durch alle Zeiten vor nichts so viel Angst wie vor der berufstätigen Frau? Ist die Frankfurter Kirche in diesem Sinne emanzipatorisch oder anti-emanzipatorisch? Ja, es ist ganz interessant. Ich versuche das auch in meinen Vorlesungen immer wieder deutlich zu machen, dass die Emanzipation der Frau im Bereich Architektur durch eine taylorisierte Wohnumgebung, im Speziellen durch eine taylorisierte Küchenumgebung stattfand. Also die Frau sollte in der Küche Zeit sparen, um mehr Zeit für andere Dinge zu haben, für Berufstätigkeit etc. Das ist natürlich aus heutiger Perspektive maximal ein mühseliger Zwischenschritt gewesen zu einer Gleichberechtigung. Und ich würde natürlich zustimmen in der Beobachtung, dass die Rechte, ich versuche den Begriff der neuen Rechten immer zu vermeiden, weil viel Neues ist daran nicht. Die Rechte hat schon immer versucht, Frauen zu unterdrücken. Das ist bei einem Wilhelm Heinrich Riel im 19. Jahrhundert genauso deutlich gewesen wie heutzutage bei entsprechenden Reflexen gegen Genderismus etc. Gewisserweise klang ja in der Frage jetzt auch schon ein gewisser moderner Diskurs an, und dazu habe ich einen Kommentar bzw. auch eine Frage am Schluss. Der User Maximilian45H stellt fest und fragt: Nein, Herr Trübi, nicht ein paar Reko-Aktivisten haben die Städte mit einer Handvoll Rekonstruktionen geformt, sondern einige unverbesserliche Stadtplaner und Architekten, die übergangslos in der Nazizeit und Wiederaufbauzeit wirkten und die Städte nach ihren modernistischen Vorstellungen umgeformt haben. Wann werden Sie endlich darüber sprechen? Dazu kommentiert jetzt noch Dialektiker 069. Der Fluch des unaufhaltsamen Fortschritts ist die unaufhaltsame Regression. Dass der hygienische Fabrikraum und alles, was dazugehört, Volkswagen und Sportpalast, die Metaphysik stumpfsinnig liquidiert, wäre noch gleichgültig. Aber dass sie im gesellschaftlichen Ganzen selbst zur Metaphysik werden, zum ideologischen Vorhang, hinter dem sich das reale Unheil zusammenzieht, ist nicht gleichgültig. Aufklärung ist totalitär. Ich würde gerne auf den ersten Teil der Frage, auf das erste Zitat Bezug nehmen. Hier ist ja etwas angesprochen, ein Faktum angesprochen worden, dem ich keinesfalls widersprechen würde, nämlich die Kontinuität von Architektur und Stadtplanung über das eben nicht existente Jahr Null namens 1945 hinaus. Ein Vorgänger auf meinem Lehrstuhl, sein Name ist Werner Durth, die meisten werden ihn kennen, hat in verschiedenen Schriften diese These immer wieder bestätigt, dass es die Stunde Null im Bereich Architektur und Stadtplanung nicht zuletzt eben auch nicht gab, dass hier eine Kontinuität beispielsweise des Planungsstabes um Albert Speer hinein in die Wiederaufbauplanung stattfand, personell auch ideologisch. Und damit sind wir vielleicht bei einem Punkt angekommen, der mich sehr umtreibt, der in diesem Work in Progress namens Rechte Räume Forschungsprojekt vielleicht bis dato tatsächlich etwas zu kurz gekommen ist. Bisher ging es ja um die, ich sage jetzt mal, Idealkonstellation von Architektinnen und Architekten, die Ideologien verfassen, Theorien verfassen, posten und dann dieses Gesagte in einen Zusammenhang zu einem Gebauten versuchen zu bringen. Aber es gibt eben, das ist eben der Idealzustand der Eindeutigkeit und der bewussten Positionierung. Es gibt aber auch, und das ist, glaube ich, sogar die Regel im Architekturberuf, das Phänomen bekanntlich des Opportunismus.
Architektinnen und Architekten können sehr geschmeidig sein, wie wir alle wissen, in ihrem Andienungsverhalten gegenüber verschiedenen politischen Kontexten. Sie sind mit weniger Ausnahmen bestätigen die Regel doch eher scheu in einer eigenen politischen Positionierung. Und ich denke, vor diesem Hintergrund ist das Forschungsprojekt Rechte Räume sicherlich auch eine gewisse Zumutung für die Disziplin. Und ja, um den Punkt abzuschließen, ich denke schon, dass man dieses Phänomen des Opportunismus noch genauer untersuchen müsste in den künftigen Forschungsschritten. Es gibt ja dieses berühmte Zitat von Nietzsche, der Architekt stünde unter der Suggestion der Macht. Ich denke, diese Zuschreibung ist ein Stück weit immer noch recht aktuell. Zum zweiten Kommentar, willst du dazu noch etwas sagen? Ja, damit sind wir natürlich bei einem Punkt angekommen, der mich natürlich als Leiter eines Instituts, das Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen heißt, natürlich besonders umtreibt. Es geht um den moderne Begriff. Und gerade in Deutschland gibt es natürlich Denkfiguren, die man üblicherweise sehr schnell beispielsweise mit Jürgen Habermas verbindet. Die Vorstellung eines unvollendeten Projektes der Moderne, das mithilfe von Rationalität und Fortschritt vielleicht womöglich sogar ein Stück weit vollendet werden können. Auf der anderen Seite gab es eben diese frühere Spielart der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, vertreten eben durch Adorno und Horkheimer, die in ihrer Dialektik der Aufklärung im Grunde den modernen Begriff auch zum Teil einer Dialektik der Aufklärung gemacht haben und auch die Moderne im Grunde in einen Zerrüttungszusammenhang, um so zu formulieren, gestellt haben. Vielleicht ist es hilfreich, in diesem Punkt Modernisierung von Moderne zu unterscheiden. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist für eine Gesellschaft, nicht zuletzt auch für Architektinnen und Architekten in einer Gesellschaft, an so etwas wie Besserung, Emanzipation zu denken, wann noch irgendwie morgens aufstehen und versuchen, etwas besser zu machen. Ich glaube, diesen Hoffnungsschimmer braucht es und den braucht es gerade in der Disziplin Architektur, die eine grundoptimistische ist. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich, dass gerade auch die Moderne in ihren Wirkungsweisen durchaus totalitär sein konnte. Es geht in dem Forschungsprojekt, das ich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen betreibe, natürlich keineswegs um den Versuch einer Reinwaschung der Moderne ging. Es geht um vielleicht so etwas wie eine reflexive Moderne, die in Kenntnis ihres möglichen Scheiterns versucht, dennoch immer eine gewisse Gesellschaftssituation besser zu machen, nicht zuletzt mit Hilfe von Architektur und Stadt. Dialektika 069 scheint ja aus Frankfurt zu kommen. Es gab vor ein paar Wochen einen Vorfall in Frankfurt im Deutschen Architekturmuseum. Dazu sehen wir im Hintergrund ein Video. Ein User kommentiert unter dieses Video: What the fuck? Ein anderer User, der gleichzeitig auch einer der Beteiligten war, er ist der zweite von rechts in dem Video, kommentiert: Sein Name ist Matthias M. Ich bin progressiv und ich bin vorsichtiger Geschichtsoptimist. Das historische Kontinuum schafft Gutes und Schlechtes. Es gibt immer wieder Fortschritte und Rückschritte. Das Gute muss erhalten werden, das Schlechte muss vermieden werden. Die hässliche Architektur des Purismus seit 1930, nicht erst seit 1945, ist ästhetisch minderwertig. Da die Architekten seit 1930 nichts geschaffen haben, was der klassischen Architektur etwa seit 500 vor unserer Zeit in Griechenland und seinen neuzeitlichen Nachempfindungen seit der Renaissance bis zur sogenannten Moderne ebenbürtig ist, müssen wir auf die Form der Vergangenheit zurückgreifen. Ich möchte zunächst Bezug nehmen auf das Video, das zeigt, wie ein Rekonstruktionsbefürworter in Frankfurt den Direktor des Deutschen Architekturmuseums, Peter Kachula Schmal, zuerst die Maske entreißt und dann schlägt. Ich war
keineswegs überrascht über diesen Vorgang. Im Gegensatz, denke ich, zu vielen, vielen anderen Kommentatorinnen und Kommentatoren. Ich kannte diese Person, ich sage aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht seinen Namen, wiederhole ihn nicht, obwohl er durch die Medien ging. Ich habe ihn doch in verschiedenen Konstellationen kennengelernt und habe auch die mindestens verbale Gewaltbereitschaft von Teilen des Rekonstruktionsmilieus in Frankfurt erlebt. Und es war in der Tat für mich immer eine Frage der Zeit, bis aus dieser verbalen Gewalt inklusive Todesdrohungen dann eben auch eine physische Gewalt werden würde. Und da brauchte es dann eben eine Stresssituation, wie die Corona-Pandemie mitbringt, und plötzlich ist die physische Gewalt da. Mich wundert tatsächlich, dass so viele Menschen das Gewaltpotenzial von Teilen der Rekonstruktionsakteure gerade in Frankfurt eben nicht gesehen haben und sich beispielsweise nie in den Kommentarspalten von Politically Incorrect, also PI News, begeben haben, wo ein Wolfgang Hübner, ein Aktivist des Pro-Altstadt-Vereins und der BFF-Gruppe in Frankfurt ist, ausgiebig kommentiert und dann eben auch seine Gesinnungsgenossen kommentieren lässt in einer sehr massiven Art und Weise. Ich muss zugeben, wenn ich das Wort Schönheit höre, dann gehe ich meistens in Deckung, weil ich eben hinter dem unbedingten Willen, Schönheit zu erreichen, eben doch immer eine gewisse Gewaltbereitschaft vermute. Insofern versuche ich im Rahmen meiner Lehre, um diesen Begriff einen Bogen zu machen, und versuche gerade vor diesem Hintergrund diese Debatte der Querelle, des Anciens, die Modernen, den Streit zwischen den Alten und Modernen, der in Frankreich, in Paris um 1700 stattgefunden hat, indem es eben um den Schönheitsbegriff, um einen relativen und einen natürlichen, absoluten Schönheitsbegriff ging, doch in der Diskussion zu halten. Und natürlich bin ich auf der Seite schon damals der Modernen, also auf der Seite von Claude Perrault und der Auffassung eines relativen Schönheitsbegriffs. Bleiben wir in Frankfurt. Dort hat sich ja auch eine starke Debatte um das Fachwerk entfacht. Altersdorheiten sagt daraufhin, je suis Fachwerk. Und unter der Überschrift, was wird aus den Ruinen, zitiert der Frankfurter Anzeiger einen Bericht des Völkischen Beobachters, der jegliche Nostalgie im Zusammenhang mit einem späteren Aufbau unserer durch die barbarischen Angriffe aus der Luft in gemordeten Städte eine Absage erteilt. Frankfurt am Main im Zustand vor der Zerstörung modellgerecht wiederherzustellen, sei eine monströse Vorstellung. Man müsse heute zu dem radikalen Entschluss bereit sein, das, was gestorben ist, im Graben ruhen zu lassen. In der Altstadt würde man einzig die ausgebrannten Wahrzeichen der Stadt, gemeint waren Kirchen und die Ruinen einzelner bedeutender Häuser, als ewige Anklage erhebende Ruinen konservieren. Dieses hochinteressante Zitat aus dem Völkischen Beobachter spielte ja dann auch im Rahmen der Debatte um die fertiggestellte neue Frankfurter Altstadt eine gewisse Rolle. Im Grunde bestätigt dieses Zitat nur das, was ich auch ohnehin immer versuche zu wiederholen, dass es keine natürliche Verbindung zwischen Gebautem und Ideologie gibt. Es gibt weder eine faschistische Architektur noch eine demokratische Architektur. Natürlich gibt es faschistische Architektinnen und Architekten und demokratische Architektinnen und Architekten. Aber wenn wir unter Architektur das gebaute Artefakt verstehen, dann gibt es eben keine Möglichkeit, hier von einem gebauten Artefakt Rückschlüsse auf eine bestimmte politische Ideologie zu machen. Und dasselbe gilt natürlich auch für Rekonstruktionen und es gilt auch für Ruinen. Hier wurde im Grunde in diesem Zitat das Projekt, das nationalsozialistische Projekt einer Ruinenarchitektur als immerwährendes Zornterritorium beschrieben. Und dieser Versuch bestätigt im Grunde nur meine These, dass es eben diese zwingende Verbindung zwischen Architektur und Ideologie
nicht gibt. Das heißt aber überhaupt nicht, dass man nicht jede, dass nicht jede Architektur politisch ist. Was ich versuche, auch im Rahmen meiner Beiträge, meiner Debattenbeiträge deutlich zu machen, ist eben das, dass jede Architektur immer in politischen und ökonomischen Kontexten zu verstehen ist, dass aber, wenn eine Architektur in diesen politischen und ökonomischen Kontexten fertiggestellt ist, gibt es eben nicht die Möglichkeit des Umkehrschlusses von einem Stil einer bestimmten Architektur auf Ideologie wegzuschließen. Bleiben wir bei Diskussionen um rekonstruierte Altstädte, gehen jetzt aber mal nach Berlin. Brauchen wir so etwas wie eine neue Berliner Altstadt? Brauchen wir mehr als das Nikolaiviertel? Sagen wir es so, auch Berlin braucht auf dem Weg in die Zukunft einen Ort der Erinnerung an die gesamte Geschichte, an Toleranz und Intoleranz, Zerstörung und Aufbau, an die grandiose Geschichte eines Aschenputtels, das zur Weltstadt wurde. Ein Ort, der die durch Autotrassen zerstückelte Altstadt wieder zusammenführt und ihr einen Sinn gibt. So wie es heute ist, darf es nicht bleiben. Ja, dieses Zitat stammt ganz offenkundig von Harald Bodenschatz, einem sehr verdienten, sehr renommierten Stadthistoriker, insbesondere Stadthistoriker Berlins, der eine hochinteressante Biografie, auch sehr wichtige Bücher hat und hinterlassen hat und jetzt eben in jüngerer Zeit doch zu einem Befürworter einer möglichen Rekonstruktion einer Berliner Altstadt wurde nach Frankfurter Vorbild. Ich habe Harald Bodenschatz vor diesem Hintergrund doch kritisiert und auch, weil ich glaube, dass dieser Leerraum in der Mitte Berlins in Gestalt des Marx-Engels-Forums eine hochinteressante Herausforderung auch für die Zukunft Berlins sein könnte. Und ich bin eben der Ansicht, dass diese Lehre des Marx-Engels-Forums ein Potenzial hat, ein Gestaltungspotenzial hat, das eben auch für die Zukunft ein wichtiger öffentlicher Freiraum werden könnte für die Berlin. Im Hintergrund sehen wir das Kunstprojekt Greetings from Berlin, Dark Clouds over a Revisionist Dream, Impossible to Unsee von Aram Bartol. Hierzu passend schreibt der User Thomas-Albrecht, das Schloss ist ein Symbol für das Zusammenwachsen von zwei geteilten Stadthälften und Staaten, von zwei Bevölkerungen, eine langfristige Stadtreparatur, eine Überwindung von Abrisspolitik, ein Ausdruck von einem neuen bürgerlichen Bewusstsein, eine ganz späte Folge der internationalen Bauausstellung Berlin 1980 und vieles, vieles Positives mehr. Wissen Sie, dass für die Fassaden des Schlosses fast 100 Millionen Euro von Bürgern gespendet wurden, denen dieser Platz ein unterstrichen wirklich inneres Anliegen ist, eine völlig neue Perspektive in unserem Land. Wo gab es das in dieser Form vorher? Tja, Stefan, hast du dazu etwas zu sagen, gerade im Hinblick auch auf das brennende Stadtschloss dahinter? Interessant an dieser Passage ist ja, dass daran nichts falsch ist. Das ist eine korrekte Wiedergabe der Fakten, die aber die man schlicht und einfach zur Kenntnis zu nehmen hat. Und da muss man aber gleichzeitig vielleicht auch gerade deswegen sich die Frage stellen, warum gibt es dennoch so viel Widerstand oder so viele Fragezeichen? Warum ist dieses Projekt deswegen auch gleichzeitig so umstritten? Und interessant an diesem rekonstruierten Stadtschloss in Berlin, dem sogenannten Humboldt-Forum, ist ja jetzt in dem Kontext rechte Räume, dass es letztendlich nicht so eine Art relative Urszene gibt, wie es beispielsweise bei der Rekonstruktion der Potsdamer Garnisonkirche gibt oder auch bei der neuen Frankfurter Altstadt gibt, wo Rechte oder Rechtsradikale versuchen eben hier ein Projekt zu implementieren. Etwas Ähnliches gab es beim Humboldt-Forum nicht. Es ist ein demokratisch legitimiertes Projekt, ganz eindeutig, wie im Übrigen auch Frankfurt. Aber interessant ist ja, dass sich um das fertiggestellte Humboldt-Forum dann eben doch Diskurse
anlagern, die eben tatsächlich mit dem Thema rechte Räume doch einiges zu tun haben. Ich erinnere beispielsweise daran, dass Wilhelm von Budin, der Schlossinitiator der Zeitschrift Cato, die aus dem Junge Freiheit-Umfeld kommt, Interviews gegeben hat. Ich erinnere daran, dass die Postkolonialismus-Diskussion, die Restitutionsdebatte, das Humboldt-Forum genau im Moment der Fertigstellung sehr erwischt. Wir diskutieren jetzt derzeit in Deutschland über die Restitution der Benin-Bronzen und so weiter und so fort. Und dazu passt dann auf eine sehr unglückliche Art und Weise natürlich auch die Tatsache, dass die Schlosskuppel jetzt von einer Inschrift bekrönt wird, die das künftige ethnologische Museum eben unter die Dominanz des Christentums stellt. Eine geradezu katastrophale Symbolpolitik. Bleiben wir bei konkreten Orten. Gehen wir nach Weimar. Im Hintergrund sehen wir zwei Bilder. Dazu schreibt der User Olli Wainwright: Eerie similarities between Hitler's Gauforum Tower and the adjacent new Bauhaus Museum in Weimar. One locus said they even have the same number of horizontal strata. Der User Hainada schreibt dazu: Das hat überhaupt nichts mit einer sachlichen Diskussion zu tun. Da geht es eben nicht darum, was tatsächlich ist, sondern es geht darum, dass geschrieben wird, ja, die Architektin hat offensichtlich die horizontalen Fugen des Hitlertums gezählt und hat genauso viele Fugen in ihrem Gebäude. Entschuldigen Sie, auf welchem Niveau sind wir eigentlich? Ja, das nehme ich, diese Aussage nehme ich diesem User, dieser Userin natürlich ab. Auf der anderen Seite, es ist sicherlich mindestens unglücklich, dass hier ausgerechnet das Bauhausmuseum in Weimar, das ja einer kulturellen Institution gewidmet ist, das durch Nazis bekanntlich geschlossen wurde, dass ausgerechnet dieses Museum sich in seiner Ästhetik auf Hitlers Gauforum-Turm bezieht. Und ich denke, hier ist ein Fauxpas der allerbesten Güte passiert und wird vor diesem Hintergrund vielleicht auch zu Recht dann von Kritikern wie Olli Wainwright kritisiert. Verlassen wir nun die konkreten Orte. Tatsächlich habe ich auch eine Frage von deiner 7-jährigen Tochter. Gibt es auch linke Räume, fragt sie. An dieser Stelle ist es vielleicht besonders wichtig zu betonen, was für mich das Gegenteil von rechten Räumen sind. Es sind eben nicht die linken Räume, wie oftmals vermutet wird, sondern es sind die gerechten Räume. Das ist natürlich eine schwierige Frage für Architektinnen und Architekten, wie Gerechtigkeit in die Architektur kommen kann, wie Inklusion auch in die Architektur kommen kann. Wenn wir aber zumindest von beispielsweise Geschlechterrollen zu sprechen haben, dann ist hier sicherlich ein Teil von gerechter Architektur sicherlich auch eine feministisch inspirierte Architektur zu erwähnen. Uns hat dann noch folgender Kommentar von dem User Merkava Regelt erreicht. Die perfide Logik der Echt-Plus-Ausgabe Rechte Räume ist folgende. Die AutorInnen geben vor, gegen Antisemitismus zu sein. Postkolonialismus taucht in diesem Schema jedoch gerade nicht als überaus reduktionistische und bisweilen antisemitische Ideologie auf. Der überaus beliebte Hetzer Slavoj Žižek spricht im Mai 2019, nur einen Tag nachdem Bauchpinseln durch Trübi, vom zionistischen Antisemitismus, weil Israel sich gegen Juden wenden würde, die nicht pro-israelisch sind. Ja, das diese Diskussion, ich denke, hier geht es um ein Zitat von Clemens Heeny, einem Antisemitismusforscher, einem sehr umstrittenen Antisemitismusforscher. Das ist natürlich ein Thema, das jetzt gerade auch sehr, sehr aktuell ist. Ich erinnere an die BDS-Diskussionen im Bundestag, den entsprechenden Verlautbarungen und offenen Briefen von Akteuren aus dem deutschen Kulturbetrieb. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass man in dieser Diskussion, wenn man sich auf die eine oder die andere Seite schlägt, eigentlich nur verlieren kann. Wir versuchen im Rahmen
Das Rechte Räume-Projektes, es finden ja da auch viele Spaziergänge statt, und im Rahmen dieser Spaziergänge versuchen wir, Orte von antisemitischem Hass, aber auch Orte kolonialistischer Ausbeutung im Stadtraum zu identifizieren. Und ich kann dazu nur so viel sagen, dass wir natürlich Kolonialismus und Antisemitismus nicht gleichsetzen, sondern sie in ihrer jeweiligen Spezifik versuchen, im Stadtraum lesbar zu machen. Wir versuchen, keine Konkurrenz zwischen diesen beiden Phänomenen und damit auch vielleicht Forschungsgebieten herzustellen, sondern möglichst eine produktive Synthese, die aber, um es nochmal zu betonen, keinesfalls gleichsetzt. Die Frage kommt von dem User House with One Wall. Ich wurde angefragt, ein Wohnhaus für einen rechtspopulistischen Politiker zu planen. Wie damit umgehen? Immerhin ist es doch so, dass historisch betrachtet viele ikonografische Bauwerke von mindestens autoritären Charakteren wie Herrschern oder Päpsten in Auftrag gegeben wurden, oder? Ja, so ist das. Wir sind wieder bei dem Punkt, den Nietzsche als ein Phänomen beschrieben hat, dass die Architektur als Disziplin und insbesondere der Architekt, vielleicht weniger noch die Architektin, unter der Suggestion der Macht leide. Ich denke, gerade unter den Bedingungen der Demokratie haben sehr viele ArchitektInnen die Erfahrung, dass Bauen in demokratischen Zusammenhängen sehr langwierig, sehr kompliziert ist. Die vielen Roundtables, die vielen Partizipationsverfahren. Und man kann vielleicht vor diesem Hintergrund psychologisch schon ein Stück weit verstehen, dass man sich nach Kontexten sehnt, in denen man einfach auf eine souveräne Entscheiderfigur trifft, die Geld hat, die Macht hat und den Architekten oder die Architektin einfach bauen lässt. Ich möchte jetzt aus der Architektur keine Disziplin machen, in der es diese Möglichkeit auch in ambivalenten politischen Situationen nicht mehr bauen zu können. Aber ich glaube, dass gerade die Disziplin der Architektur sich immer wieder fragen sollte, okay, wann ist die Architektur eben ein Instrument in einer Inszenierung von Macht und vielleicht auch Kolonisation. Ein aktuelles Beispiel ist ja die Debatte um ein Opernhaus in der Stadt Sewastopol, einer Stadt auf der Krim-Insel, wo Wladimir Putin den österreichischen Architekten Wolf Prix beauftragt hat, ein Opernhaus zu bauen als ultimatives Siegeszeichen der Krim-Annexion durch Russland. Ich denke, hier sind wir dann eben in sehr problematischen Gefilden angelangt und jeder Architekt, jede Architektin muss sich eben bei solchen Bauherren immer wieder aufs Neue fragen, okay, wo ist die Grenze erreicht und wo nicht? Und wo die Grenze erreicht ist, wird jeweils gesellschaftlich verhandelt. Der User Disco26 fragt, inwiefern lässt die Kategorie rechte Räume eine Ausfahrt nach links offen, beziehungsweise welches Angebot lässt sich konservativen RekonstruktionsfreundInnen machen? Ja, ich versuche natürlich auch in meiner Lehre im Übrigen auch Optionen für eine traditionelle oder geschichtsträchtige Architektur offen zu halten, die eben nicht die Maximalforderung der die nicht eben in die Richtung der Maximalforderung Rekonstruktionen geht. Ich glaube, das ist vielleicht wirklich eine Herausforderung für Architektinnen und Architekten, gerade in Deutschland, im Deutschland der Gegenwart, eine geschichtsträchtige und gleichzeitig populäre Architektur anzubieten, die eben nicht nur rekonstruiert, die aber weiterbaut, die überformt. Vielleicht muss man gerade in Deutschland von Architekten aus dem vielleicht eher, wenn man so will, konservativeren Spektrum lernen, wie Raphael Moneo, die eben eine dezidiert zeitgenössische Architektur betrieben haben und
gleichzeitig eine geschichtsträchtige Architektur betrieben haben. Vielleicht gilt hier ein populäres Angebot in der Architektur. Manche Architektinnen und Architekten gehen sicherlich in diese Richtung. Aber vielleicht ist hier noch mehr auch im Bereich der Ausbildung zu tun, hier für eine historische Bildung auch von Architekten und Architekten zu sorgen und Architekturgeschichte auch näher an den Entwurf zu bringen. Und vielleicht kommen wir dann eben aus dieser vielleicht sehr unproduktiven Polarisierung, in der wir uns gerade gegenwärtig in Deutschland befinden, auch heraus.